Der Markenrebell Podcast. Spannende Interviews, wertvolle Strategien und provokante Botschaften für Führungskräfte und Unternehmer. Stell dich den Herausforderungen der Digitalisierung und setze als Marke ein Zeichen. Von und mit Markenrebell Norman Glaser. Herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Interview-Folge. Vielen Dank für eure Zeit und schön, dass ihr wieder reinhört. Unter dem Druck des Alltags, in einer reizüberfluteten Welt mit ihren oft gegensätzlichen Anforderungen, kann man leicht die Balance und innere Kraft verlieren. Umso wichtiger ist es, sich selbst Ziele zu setzen, Beziehungen zu entwickeln und eine Struktur in sein Leben zu bringen. Was sind die entscheidenden Ressourcen, die dabei helfen? Wie wird man ausgeglichen und kommt zu sich? Wie lernt man, die Spannung im Leben anzunehmen und trotzdem gelassen zu bleiben? Wie kann man sich ausrichten, um seine Ziele zu erreichen und das Leben sinnvoll zu genießen? Mein heutiger Gast beschäftigt sich schon sehr lange mit diesen Themen und hat unzähligen Menschen durch seine Arbeit und sein Wirken geholfen. Er ist Benediktinerpater, Referent und Autor spiritueller Bestsellerbücher. Sein erstes Buch erschien 1976 und trägt den Titel »Reinheit des Herzens«. Bis zum heutigen Tag folgten ca. 200 weitere spirituelle Bücher. Seit den 1970er Jahren beschäftigt er sich mit neuen Aufbrüchen in der Spiritualität und ließ sich dabei vor allem von der Psychologie Carl Gustav Jungs sowie asiatischen Meditationstechniken inspirieren. Freut euch nun auf meinen heutigen Interviewgast, Pater Anselm Grün. Viel Spaß dabei. Pater Anselm Grün, vielen Dank für die Zusage hier im Interview und ich bin wirklich dankbar, dass wir heute Gelegenheit haben zu sprechen. Ich habe den Titel dieser Folge, dieser Podcast-Folge genannt, Erfolg nähert sich aus der liebevollen Rebellion und Hingabe unserer Seele. Und bevor wir da ins Thema einsteigen, würde ich ganz gern mit Ihnen sprechen und ein bisschen mehr über Sie als Person kennenlernen. Können Sie vielleicht ein paar Worte zu sich sagen, wer ist Pater Anselm Grün so als Privatperson und was genau so Ihr Tätigkeitsgebiet heute ist? Gut, ich bin Pater Anselm Grün, ich bin 73 Jahre alt. Mit 19 Jahren bin ich nach der Abitur ins Kloster eingetreten, habe Theologie studiert, Betriebswirtschaft studiert, promoviert in Theologie und war 36 Jahre lang der wirtschaftliche Leiter der Zellerat der Abtei. Und jetzt seit 4 Jahren nicht mehr, aber ich gebe noch viele Kurse, viele Vorträge und bin noch geistlicher Leiter im Rekollektionshaus, im Haus für Priester und Ordensleute, die in Krise geraten sind. Ja. Können wir zusammen vielleicht an den Punkt in Ihrem Leben gehen, an dem Sie selbst zu Gott gefunden haben? Gut, ich war von Kindheit an mit Gott verbunden. Ich bin in einer religiösen Familie aufgewachsen. Wir sind selbstverständlich in die Kirche gegangen und schon mit 10 Jahren bei der Erstkommunion war ich sehr berührt und da kam schon der Gedanke auf, Priester zu werden. Natürlich ist es immer mit 10 Jahren noch infantil, aber seitdem hat mich die Frage nach dem Priestersein und Mönchsein nicht mehr losgelassen. Ja. Welche Einblicke hatten Sie damals schon in das Leben eines Priesters? Ja, nur das, was ich gesehen habe von außen. Aber die Liturgie hat mich eben fasziniert und mit Menschen gemeinsam Liturgie, Gottesdienst zu feiern, das war für mich was, das der erste Impuls. Ja. Und dann später kam dann mehr der seelsorgliche Impuls, Menschen zu begleiten auf ihrem Weg, ihnen zu helfen, mit ihrem Leben zurechtzukommen. Jetzt interessiert mich natürlich brennend, wo jetzt Ihr Rebell in Ihnen wohnt und wie sich das Ganze so über die Jahre entwickelt hat. Gab es so eine rebellische Zeit in Ihrem Leben? Klar, ich bin ja 64 eingetreten und 68 war die Studentenrebellion. Da haben wir ja auch gegen vieles rebelliert, was hier an äußeren Ritualen waren oder auch an die Art, wie man damals im Kloster gelebt hat. Das war so die Phase zwischen 68 und 75 etwa. Und dann sind wir nicht in der Rebellion stecken geblieben,
sondern haben mich gefragt, was heißt Menschsein heute in unserer Zeit und was haben wir der Welt zu sagen und wie wollen wir authentisch Mönche sein? Was trägt uns wirklich in unserem Leben? Ja. Was trägt uns in unserem Leben? Gut, für mich ist der Glaube, dass ich bedingungslos angenommen bin, dass mir auch vergeben wird, dass ich eben nicht nachhänge, wenn ich was verkehrt gemacht habe und mir ständig Selbstvorwürfe mache, sondern dass ich Vergangenes loslassen kann und mit Vertrauen in die Zukunft gehen kann. Und dass ich mich getragen fühle, dass ich nicht alles aus eigener Kraft machen muss, sondern dass ich in mir eine Quelle finde von göttlicher Kraft, aus der ich schöpfen kann. Ja. Jetzt sprechen Sie was Wichtiges an, das Vertrauen in die Zukunft zu haben. So für mein Gefühl ist es einfach auch so immer wieder das Sicherheitsthema, was viele Menschen umtreibt oder eigentlich auch die Unsicherheit. Viele suchen nach Sicherheit. Was sind so Ihre Erfahrungen in Ihrem Leben, wirklich Vertrauen in die Zukunft zu haben und mich nicht selbst zu blockieren durch das Streben nach Sicherheit? Gut, Vertrauen in die Zukunft heißt für mich nicht, dass ich die rosa-rote Brille aufsetze und alles nett finde, sondern dass ich die Realität sehe, wie sie ist. Aber die Hoffnung, Paulus sagt, wir hoffen auf das, was wir nicht sehen. Hoffnung ist für mich eine Kraft, dass es trotzdem, dass sich lohnt, an dieser Welt zu arbeiten, dass es besser wird, dass mein Leben gelingt, aber dass ich auch etwas beitragen kann für die Menschen, dass sie mit mehr Hoffnung in dieser Welt leben und nicht eben nur fixiert sind auf das Negative, was sie erfahren. Und die Hoffnung übersteigt eben das Vorhandene, die überspringt es nicht, aber sie übersteigt es und sieht eben weiter, dass die Welt eben nicht nur von Mächtigen bestimmt wird, sondern dass wir vertrauen, dass sie auch in Gottes Hand ist und dass er auch Negatives doch in Segen verwandeln kann. Mhm. Auch wieder ein ganz wichtiger Begriff, der immer wieder auftaucht. Ich habe einen Vortrag von Ihnen erlebt, habe natürlich im Vorfeld viel recherchiert. Das Thema Verwandlung, jetzt sprechen wir ja heute über Transformation. Ich würde das nicht unbedingt gleichsetzen mit Verwandlung, aber ich finde Verwandlung einfach auch viel schöner. Was bedeutet dieser Begriff für Sie und birgt er nicht auch Angst für viele Menschen, dass durch Verwandlung natürlich auch Veränderung auf Menschen zukommt? Ja. Gut, den Begriff Verwandlung setze ich eben gegen den Begriff Veränderung. Mhm. Veränderung ist ja heute modern, nicht nur in den Strukturveränderungen in den Firmen, sondern auch jeder möchte ständig an sich verändern und verändert alle zwei Jahre seine Ernährungsmethode, seine Sportmethode und so weiter. Mhm. Und das Verändern ist auch was Aggressives. Ich muss ein anderer Mensch werden. Verwandlung ist eben sanfter. Verwandlung heißt, ich würdige mich so, wie ich geworden bin. Es ist gut so, es darf so sein. Aber ich bin noch nicht der oder die, die ich von meinem Wesen her sein könnte. Also ich muss noch wachsen. Verwandlung ist sanfter, hat was mit Wachsen zu tun. Das Ziel der Veränderung ist, ein anderer zu werden. Das Ziel der Verwandlung ist, immer mehr ich selber zu werden. Und natürlich, wer sich nicht wandelt, der bleibt stehen und er erstarrt innerlich. Es muss sich wandeln, um lebendig zu bleiben, aber eben nicht dieses Aufgeregte von außen her ständig verändern. Natürlich bedeutet Verwandlung auch, dass ich vielleicht manche Lebensgewohnheiten ändere, dass ich etwas in mein Essverhalten ändern. Das kann durchaus gut sein, aber das Ziel ist eben, dass ich immer mehr dieser einmalige Mensch werde, der ich von Gott her bin. Ich würde gerne noch mal kurz wirklich zu Ihnen gehen. Wenn man Sie erlebt, wenn man Ihnen in die Augen schaut, dann erblickt man im Grunde genau das, was Sie gerade sagen, dieses Wachsein mit allen Sinnen, wirklich das Leben wahrzunehmen. Und ich glaube, dieser Informationsüberfluss, den wir teilweise heute erleben oder diese Menge und Vielfalt an Informationen aus allen Himmelsrichtungen, sorgt irgendwie dafür, dass es so dumpf ist, ne? Also dass man sich nicht mehr so wirklich wahrnimmt. Was ist Ihr Geheimnis, letztendlich diese Wachsamkeit und diese Wahrnehmung aufrechtzuerhalten? Ja, also gut, Wachsamkeit heißt eben, dass ich ganz im Augenblick bin und nicht ständig voller Angst in die Zukunft schaue oder in die Vergangenheit, mir ständig Selbstvorwürfe mache, was war, sondern was war, das war, und das lasse ich los und gehe vertrauensvoll weiter.
Aber Wachsamkeit ist vor allem auch die Freiheit vom Bewerten. Also viele Menschen bewerten ständig ihr Tun und sind dann eben nicht bei den Dingen, die sie tun, sondern sind immer mit diesem inneren Richter beschäftigt, der alles bewertet und beurteilt, was sie tun, und dadurch verbrauchen sie viel zu viel Energie. Ja. Und würden Sie, also wenn wir das vielleicht mal gegenüberstellen, das Thema Bewerten und Verwerten, also dass ich wirklich auch etwas annehmen kann, um zu schauen, wie weit tut es mir gut oder lasse ich es vielleicht los, ja, oder schaffe Nähe oder Distanz, inwieweit kann ich in mir quasi so auch vielleicht in Richtung Glaubenssätzen was tun, um mein Selbstbild immer wieder zu hinterfragen? Gut, das Erste ist, dass ich erstmal wahrnehme, wie sehe ich mich denn selber, und sehe ich mich objektiv oder sehe ich mich durch irgendeine Brille von anderen Menschen? Und der Glaube ist auch eine Form des Sehens, mich eben so zu sehen als einmaligen Menschen, als der eine unantastbare Würde hat, der seine Begabung hat, seine Sendung hat in dieser Welt. Und der Glaube trägt einfach. Entscheidend ist, annehmen und loslassen gehören zusammen. Mhm. Also ich soll mich erstmal annehmen, so wie es ist, aber das heißt nicht, dass ich nichts tue und sagen, so bin ich halt und da kann man nichts machen. Sondern annehmen heißt, ich kann nur wandeln, was ich angenommen habe, also nur fest, was ich angenommen habe. Und es geht auch um loslassen. Viele wollen ihre negativen Symptome, wie zum Beispiel Angst oder Unsicherheit, loswerden, aber sie begegnen sich nicht selber. Und der christliche Grundsatz ist, ich kann nur loslassen, was ich angenommen habe. Mhm. Ich kann meine Angst nur loslassen, wenn ich sie erstmal wahrgenommen habe und sage, ja, ich habe diese Angst, ich habe diese Bedürfnisse, und dann kann ich sie erst loslassen. Wer seine negativen Sachen loswerden will, der läuft ständig vor sich selber davon. Und er wird dann ständig von dem verfolgt, was er eigentlich loswerden will. Mhm. Ist auch interessant, dieses vielleicht auch das vom Leben anzunehmen. Ne? Also das ist ja im Grunde das auch, was wir vorhin besprochen haben oder angesprochen haben, das Thema Sicherheit. Ne? Inwieweit kann ich Themen wirklich zu mir nehmen, um sie zu betrachten, um dann eine Entscheidung zu treffen? Mhm. Ist aus Ihrer Sicht... Es gibt keine absolute Sicherheit, sondern ich soll einfach vertrauen, dass ich unter dem Segen Gottes stehe und dass er auch meine Entscheidungen, die ich nach bestem Wissen und Gewissen treffe, auch zum Segen werden lässt. Ja, ja. Jetzt sprechen Sie mit ganz vielen Menschen, sicher auch jungen Menschen. Wie sieht es hier aus mit der Entscheidung wirklich für das eigene Selbst, für das eigene Leben? Also angefangen von den Entscheidungen, die mich als Person betreffen, bis hin zu den Entscheidungen, was will ich aus meinem Leben machen? Gut, junge Menschen tun sich oft schwer. Es hat so drei Gründe. Das eine, sie wollen eine absolut richtige Entscheidung treffen. Es gibt aber keine absolut richtige Entscheidung. Es gibt immer nur kluge Entscheidungen, die jetzt einen Horizont eröffnen. Aber Entscheidungen müssen auch mal korrigiert werden. Das Risiko muss ich einfach eingehen. Das zweite, eine Entscheidung legt auch fest, und viele wollen sich alle Türen offen lassen. Eine Entscheidung engt ein. Wenn ich mich für etwas entscheide, muss ich mich immer auch gegen etwas entscheiden. Und damit tun sich viele Menschen schwer. Sie möchten alles leben. Aber wer alles leben will, der steht dann vor lauter verschlossenen Türen und erlebt nichts wirklich richtig. Und das dritte ist, durch die Entscheidung werde ich kritisierbar. Da können alle sagen, wie kann man nur, hätte man doch wissen müssen. Und viele haben eben auch Angst, dass sie den Kopf hinhalten müssen und dann eben kritisiert werden. Aber wer entscheidet, der übernimmt die Verantwortung für sein Leben. Und das kann immer dazu führen, dass manche damit nicht einverstanden sind. Was wäre so Ihr Tipp? Weil das ist genau das, was ich eben auch feststelle, die große Angst vor Fehlern. Also gerade, wenn wir zum Beispiel in Projekten sind mit Menschen, die in der Anstellung sind, keinen Schritt zu viel zu machen, weil man die Konsequenzen fürchtet. Angst vor Fehlern, Angst, Verantwortung zu übernehmen, Angst, wirklich sich rechtfertigen zu müssen. Wie begegne
ich dieser Angst? Wie kann ich der im Grunde mutiger gegenüberstehen, um wirklich auch Entscheidungen zu treffen, die mir ja im Leben dann auch helfen? Gut, wie Sie selber schon gesagt haben, diese Angst ist bedingt durch bestimmte Grundannahmen. Eine Grundannahme, ich darf keinen Fehler machen, sonst bin ich nichts wert oder sonst werde ich abgelehnt oder sonst werde ich vielleicht aus der Firma entlassen. Und diese Grundannahme muss man erstmal in Frage stellen. Eine andere Grundannahme dagegen setzen, ich darf Fehler machen, ich bin trotzdem wertvoll. Mhm. Und wenn ich mir das erlaube, das heißt ja nicht, dass ich Lust habe, Fehler zu machen, aber wenn ich nicht fixiert bin, ja, keinen Fehler zu machen, dann wird von mir auch was Kreatives ausgehen. Wer darauf fixiert ist, keinen Fehler zu machen, der ist auch nicht kreativ. Mhm. Sehr schön, ja, genau. Ja, das sehe ich genauso. Und ich, und die Bedingung ist eben, dass ich, auch wenn ich Fehler mache, angenommen bin und wertvoll bin. Ja. Wertvoll. Sie haben einen ganz wichtigen Satz gesagt, den ich mir sofort aufgeschrieben habe: die Versöhnung mit der eigenen Durchschnittlichkeit. Ja, also viele, das ist heute auch eine Tendenz, auch bei Entscheidungen, dass viele so große Selbstbilder haben, dass sie immer perfekt sein müssen, immer gut drauf sein müssen, immer cool sein müssen, alles im Griff haben müssen. Und diese Vorstellungen überfordern einen. Mhm. Ein Psychologe sagt, die führen oft zu Depressionen, weil die Depressionen dagegen rebellieren, gegen diese maßlosen Selbstbilder. Und da ist sich selber annehmen, heißt Abschied nehmen von Illusionen und Ja sagen zu mir, so wie ich bin, auch mit meiner Durchschnittlichkeit. Das heißt nicht, dass ich mich damit begnüge, sondern ich möchte ja weiter wachsen. Aber ich kann nur wachsen, wenn ich erstmal angenommen habe, wo ich gerade stehe. Ist es vor allem nicht auch ein gesellschaftliches Problem, nämlich des ständigen Vergleichens mit anderen? Ja, viele vergleichen sich mit anderen und kommen dann nur nie zur Ruhe. Søren Kierkegaard sagt schon mal, alles Unglück kommt aus dem Vergleichen. Also solange ich mich vergleiche, habe ich immer das Gefühl, ich bin nicht zufrieden mit mir. Es gibt viele, die was besser können und dann nehme ich mich nie wirklich so an. Ich muss das Vergleichen verwandeln in eine Dankbarkeit für das, was ich bin. Und natürlich als Herausforderung, was möchte ich in meinem Leben, aus meinem Leben machen. Jetzt leben wir in einer Welt, die mehr und mehr digital wird. Mal die Frage an Sie, wie begegnen Sie dieser Welt? Thema E-Mail-Erreichbarkeit, haben Sie ein Smartphone? Wie gehen Sie mit dem Thema Digitalem um? Gut, ich habe ein Handy, aber das nehme ich nur beim Autofahren mit. Sonst tagsüber trage ich das nie bei mir. Mhm. Ich habe natürlich hier in der Verwaltung einen Computer, wo ich dann auch Mail schreibe und so weiter. Aber sonst, das Internet schaue ich selten, nur wenn ich unbedingt was finden muss. Aber meine Informationen beziehe ich lieber aus Büchern und Zeitschriften. Mhm. Jetzt ist ja in dieser Verbindung mit dem Thema Digitalisierung immer auch diese Grenzenlosigkeit. Und Sie haben einen ganz spannenden Satz gesagt, das richtige Maß zu finden, heißt auch, sich selbst zu beschränken. Was genau meinen Sie damit? Ja, also gerade bei den neuen Medien muss man sich selbst beschränken. Da braucht es eine Askese, dass ich nicht immer erreichbar bin, dass ich bewusst Zeiten setze, wo ich nicht nachschaue, was jetzt für neue Informationen sind, sondern wo ich einfach im Augenblick lebe. Und heute werden ja viele gejagt. Ohne Handy sind sie völlig unsicher. Und manche müssen auch ständig drauf schauen und was gerade auf Facebook eine neue Nachricht kommt. Und das hindert die Menschen, im Augenblick zu leben. Und es hindert sie letztlich auch, konzentriert zu arbeiten. Und dadurch entsteht natürlich auch eine bestimmte Zeit einfach, wenn ich mir den Tag dann so anschaue, inwieweit ich wirklich selbstbestimmt durch den Tag bin oder fremdbestimmt werde durch Medien oder andere Menschen, die mit mir in Kommunikation treten wollen? Ja, ich glaube, ich bin dann fremdbestimmt von lauter Informationen und von all den Menschen, die mit mir in Kommunikation treten müssen. Da muss man sich auch abgrenzen. Ja. Da kann ich ständig verfügbar sein, das tut der Seele nicht gut. Ja. Jetzt habe ich gelesen, Sie meditieren und beten jeden Morgen 3 Stunden. Wie wichtig, oder vielleicht die Frage, wie kann ich mir das vorstellen und wie wichtig ist für Sie ein Lebensrhythmus, also vielleicht auch so ein Tagesrhythmus?
Gut, für mich ist ein Tagesrhythmus ganz wichtig. Natürlich können die Leute nicht unbedingt unseren kopieren. Wir stehen um 4:30 auf und von 5 bis 5:45 ist Chorgebet. Dann ist eben stille Meditation eine Dreiviertelstunde, dann Eucharistiefeiern, dann schweigendes Frühstück und dann lese ich. Und um 8 fange ich das Arbeiten an. Also die ersten 3 Stunden sind so Gebet und Meditation und Stille. Mhm. Und das tut mir gut, auch wenn ich oft spät vom Chorvater komme, ist für den Morgen ganz wichtig. Ja. Die heilige Zeit. Ja, die heilige Zeit. Vielleicht einer auch Ihrer wichtigen eigenen inneren Quellen, aus der Sie Kraft schöpfen. Was gibt es vielleicht noch? Auf jeden Fall, weil ich das Gefühl habe, da kann mich jetzt niemand erreichen. Das ist meine Zeit, da komme ich mit mir in Berührung. Ja. Und eben auch einer inneren Quelle, gerade in der Meditation, kommt man in den Grund der Seele. Und da glaube ich eben, dass die Quelle des Heiligen Geistes strömt und die versiegt eben nicht, weil sie göttlich ist. Ja, ja. Mit sich selbst in Berührung kommen und so die eigenen inneren Kraftquellen zu finden. Das stelle ich mir vor, kann ich jetzt nicht entscheiden und ab morgen funktioniert das oder ab sofort. Wie lange braucht man wirklich so seinen Lebensrhythmus zu finden, das zu etablieren, vielleicht auch in Tagesritualen? Wie lange haben Sie gebraucht? Ja gut, bei uns ist sehr viel vorgegeben. Man hat sich einfach eingelassen. Ich denke, man braucht nicht so lange. Dazu, man muss sich nur ein bisschen beobachten, muss auch klug sein, was ist für mich realistisch. Also ich kann nicht andere kopieren, aber dass ich jeden Morgen, jeden Abend ein kurzes Ritual habe, Ritual schaffen, eine heilige Zeit. Und heilig ist das, was der Welt entzogen ist. Und wenn ich eine heilige Zeit habe, dann wird auch die andere Zeit nicht zum Hamsterrad, die mich auffrisst, sondern ich spüre, ich lebe selber, anstatt gelebt zu werden. Und das ist das Entscheidende, dass wir selber leben und nicht gelebt werden. Ja. Ist es vielleicht auch die Maßlosigkeit an Ansprüchen, die man an sich selbst oft stellt? Also, dass man wirklich sich vielleicht auch zu hohe Ziele oder eine sehr hohe Erwartungshaltung an sich selbst oder vielleicht auch an sein Umfeld hat? Ja, natürlich. Also das ist für viele ein Problem, weil sie zu hohe Erwartungen haben, fangen sie nicht an, wirklich zu leben. Und deswegen kommen manche auch nicht ins Leben, versäumen ihr Leben, weil vor lauter Erwartungen denken sie, das erfülle ich sowieso nicht und dann fange ich gar nicht an. Ja. Jetzt haben wir ja das Podcast oder der Podcast heißt Markenrebell. Marken verbinde ich immer mit den beiden Begriffen Inhalt und Ausdruck. Und in einem Interview habe ich gehört, dass Sie gesagt haben, dass viele Menschen auch viel Energie so in der Außendarstellung oder Außenwahrnehmung investieren und vielleicht auch zu wenig bei sich selbst sind. Wie wichtig ist aus Ihrer Sicht jetzt zum Beispiel auch den beruflichen Erfolg mal zu betrachten, diese Balance herzustellen zwischen diesem Inhalt und Ausdruck, also zwischen diesem Inneren und Äußeren, diese Balance? Ja, wichtig ist, dass ich im Inneren Halt finde, dass ich aus der inneren Mitte heraus lebe. Natürlich muss ich mich auch dann außen darstellen, aber ich bin da nicht unter Druck, möglichst nach außen gut dazustehen, sondern entscheidend ist, dass ich authentisch bin, dass ich mit mir im Einklang bin. Und dann führt es dann auch dazu, dass ich von außen anerkannt werde, dass manche da nicht einverstanden sind und was gegen mich haben. Das stört mich dann nicht mehr so, wenn ich das Gefühl habe, es stimmt mit mir. Ja. Und manche sind eben nur auf die Fassade fixiert und die Energie, die sie für die Fassade brauchen, die fehlt ihnen am Leben. Ja. Aber wie wichtig ist beides? Also, dass ich beides irgendwie im Blick habe, aber von innen heraus wachse? Vielleicht darf keine Flucht nach innen werden. Es gibt auch manche, die Spiritualität benutzen, um vor der Auseinandersetzung mit der Welt zu fliehen. Und das ist dann ein narzisstisches Kreisen um sich selber. Also der Benedikt spricht ja von Ora et Labora, bete und arbeite. Nimm dir Zeit für dich, für die Stille, für das Gebet. Aber dann geh auch wieder in die Welt und gestalte etwas. Und das Gestalten, die Lust, etwas zu tun, das gehört auch wesentlich zu Menschen. Ja. Sie haben vorhin was Tolles gesagt, einfach auch diese Kreativität, die nicht mehr nur mit mir zu tun hat, sondern ich in einen schöpferischen Prozess eintrete und auch wieder zum Wir finde. Also dass ich das wirklich auch nach außen
anderen Menschen zugutekommen lassen, wo wir schnell auch... Klar, das Leben muss fließen und es fließt in der Arbeit und es fließt in der Begegnung mit anderen Menschen. Also die Begegnung gehört auch ganz wesentlich zu Menschen, dass wir nicht einsiedler sind. Wir Mönche haben uns zwar von der Welt getrennt und trotzdem sind wir in Beziehung zu den Menschen. Ja. Wie wichtig ist so das Leben als Mönch für Sie? Ich meine, das ist eine Entscheidung, die Sie ganz persönlich getroffen haben. Und die Grenzen vor allem auch, die Sie persönlich gezogen haben, um sich, wie Sie sagen, hinzugeben und bedingungslos auch angenommen zu sein und dieses Gefühl zu haben. Wie wichtig, oder auch vielleicht auch die Frage, haben Sie das schon mal hinterfragt? Also war das immer für Sie völlig klar oder gab es auch einen Moment, wo Sie gesagt haben, jetzt muss ich mich vielleicht auch mit Zweifeln auseinandersetzen? Natürlich gab es immer wieder Zweifel, so gerade so zwischen 25 und 35 Jahren. Mhm. Da war immer wieder so der Zweifel, ist das wirklich der Weg für mich oder vertrockne ich da? Aber dann habe ich einfach ein gutes Miteinander von Kloster und Außenwelt, von innen und außen gesehen, dass ich in der Gemeinschaft bin, aber eben auch durchaus nach außen wirken kann. Mhm. Und heute spüre ich, dass dieses Verhältnis von außen und innen, von Gemeinschaft und Einsamkeit, von Beten, aber auch von Wirken nach außen, dass es mich lebendig hält. Ja. Ja. Ich würde gerne mit Ihnen noch ein bisschen mehr so in das Wirtschaftliche eintauchen. Weil wenn ich so an ganz früher denke, dann sind so die ersten Unternehmen, die entstanden sind, der Schmied, der durch sein besonderes Talent in der Lage war, Werkzeug zu bauen, und wenn das Dorf zufrieden war und mit den Werkzeugen gut arbeiten konnte, dann wurde ihm dafür ein Sack Kartoffeln hingestellt, damit er noch ein besseres Werkzeug machen kann oder dass er Rohstoffe bekommen hat. Wenn ich mir Unternehmen heute anschaue, dann gibt es sehr machtvolle Unternehmensstrukturen. Und die Frage, die ich mir stelle, wie kann eine Unternehmung, bei der wir ja nun wirklich die meiste Zeit des Tages verbringen, ne, in einem Unternehmen, wie kann ein Unternehmen Orientierung finden durch vielleicht eine überarbeitete oder weiterentwickelte Wertestruktur? Ja, mir sind Werte in Unternehmen ganz wichtig. Es gibt einen Grundsatz, Werte machen eine Firma wertvoll, und Firmen, die Werte leben, sind auf Dauer erfolgreicher als die, die nur auf die Zahlen fixieren, weil Zahlen können den Menschen zum Sklaven machen. Die Zahlen werden den übergestülpt und der muss wirklich viel leisten. Aber wenn ich den Menschen achte und fördere, wenn ich gesagt eben, führen heißt Leben wecken in den Menschen, wenn ich Leben wecke, dann diene ich den Menschen und letztlich tut es auch der Firma gut. Und das ist entscheidend, dass wir Leben wecken in den Menschen und dass wir auch den Menschen dienen. Also wenn ich sage, führen heißt dienen, dass die Menschen wirklich Leben erfahren können und dann geben sie auch was weiter und dann ist auch eine Firma erfolgreich. Wenn alles nur mechanisiert wird oder auf die Zahlen hin bedacht wird, dann ist es eine Engführung und die ist letztlich auch nicht zum Ziel führend. Ja. Es ist toll, dass Sie im Grunde das Unternehmen aufklappen und im Grunde die Menschen sichtbar machen. Was sind denn Ihre ganz persönlichen Werte, die Ihnen wichtig sind? Gut, mir ist Vertrauen wichtig. Also, aber Vertrauen, theoretisch sind damit alle einverstanden, aber die Frage ist, ob von mir Vertrauen ausgeht. Mhm. Ich kenne Führungskräfte, die sagen, ja, Vertrauen ist ein hohen Wert, aber von ihnen geht Misstrauen aus, weil sie selber sich nicht trauen können, weil sie sich selber nicht wirklich kennengelernt haben. Also führen heißt immer auch, dass ich an mir arbeite, dass ich eine ehrliche Selbsterkenntnis habe, weil sonst projiziere ich all das, was ich bei mir ablehne, auf die anderen und dann bin ich misstrauisch. Das andere ist Hoffnung, dass ich mit all meinem Tun Hoffnung vermittle und ich halte viele Gespräche mit Menschen und das ist für mich immer wichtig. Ich kann nur ein gutes Gespräch halten, wenn ich die Hoffnung habe, dass dieser Mensch in sein eigenes Wesen, zu seinem wahren Selbst finden wird. Mhm. Schön. Jetzt sind Sie, deswegen sind Sie auch heute hier im Interview bei mir,
zur Marke Pater Anselm Grün geworden. Und was ich super spannend an Ihrem Beispiel finde, ist, um jetzt mal ein Gegenbeispiel zu machen, viele investieren unendlich viel Geld, um diese Bekanntheit zu erreichen. Sie haben eine ganz andere Intention gehabt. Sie teilen Ihr Wissen, Sie sind Bestseller-Autor, haben, ich glaube, über 35 Bücher rausgebracht. Wie gehen Sie mit diesem Bekanntheitsgrad um? Also so vielleicht auch im Laufe der Zeit. Ne? Es sind ja viele Anfragen gekommen, ob das jetzt Interviews oder Speakings oder dergleichen sind. Wie sind Sie so mit dieser Öffentlichkeit umgegangen, um Ihre Person? Gut, auf der einen Seite bin ich dankbar, dass meine Gedanken Anklang finden und die Menschen zum Vorträgen kommen und die Bücher lesen. Auf der anderen Seite weiß ich genau, davon darf ich mich nicht definieren. Ich nehme das wahr und bin dankbar, aber dann gehe ich wieder zurück in mein Kloster und lebe als Mönch und als Suchender und nicht als der bekannt ist. Mhm. Und drittens, ich habe nie etwas getan für meine Bekanntheit. Ich habe überhaupt keine Karriere geplant. Ich habe nur reagiert auf Anfragen, auf Bitten und habe manchmal die Bitte als Herausforderung gesehen, mich eingelassen auf die Herausforderung und dann ist irgendetwas entstanden. Mhm. Wie haben Sie so für sich Entscheidungen getroffen und was hat Ihnen dabei geholfen? Gut, bei den Anfragen habe ich immer auf mein Bauchgefühl gehört, ob das Lust macht, ob das eine Herausforderung ist, ob die mich lebendig macht oder ob ich dann nur benutzt werde, ausgenutzt werde. Und wenn ich das Gefühl hatte, die benutzen mich nur, dann habe ich immer Nein gesagt. Mhm. Oder wenn auch im Fernsehen, wenn dann nur, damit halt auch ein Mönch dabei ist und so, wenn ich keine Botschaft vermitteln kann, nicht sagen kann, dann gehe ich da auch nicht hin. Mhm. Auch wieder ein schöner Zusammenhang, dass Sie sagen, Wahrnehmung, auch dass Sie auf Ihre Sinne hören, ist ja jetzt auch noch was dazu kommt, dass das Intuitive, also nicht nur gedanklich und mit der Ratio abzuwägen und sagen, ne, plus minus, Vorteile, Nachteile, sondern wirklich auch so in sich hineinzuspüren und zu sagen, ist das wirklich, passt das einfach, für mich? Ja. Es passt und es macht mir Lust. Und wenn es fließt in mir, dann stimmt es auch. Dann kostet es auch keine Energie, sondern es gibt mir auch Energie. Ja. Aber immer, wenn ich mal unzufrieden von einem Abend angekommen bin, merke, na, da bist du jetzt benutzt worden, da hast du nicht das sagen können, was du eigentlich sagen wolltest. Ja, absolut. Gibt es derzeit ein Projekt, für das Sie brennen? Oder gibt es ein Buch, was Sie unbedingt noch schreiben wollen? Gut, unbedingt nicht. Also momentan bin ich an dem Thema Geschwister dran, weil ich in vielen Gesprächen immer wieder merke, viele Menschen sind mit Geschwistern zerstritten und haben keine gute Beziehung. Andere sind getragen, vor allem in schwierigen Zeiten. Und einfach, wie kann ich Geschwisterbeziehungen auch wieder, wie kann ich sie leben, wie kann ich als Eltern dafür sorgen, dass die Geschwister im Frieden sind, sich stützen werden, aber wie kann ich auch jetzt umgehen, auch mit nicht so gut gelaufenen Geschwisterbeziehungen, weil es ist doch ein wesentlicher Halt, viele fühlen sich dann im Alter total einsam, weil sie überhaupt keine Familie mehr haben, mit den Geschwistern zerstritten sind und einfach da beschreiben, einfach von meinen Erfahrungen, also keine Theorie jetzt beschreiben, sondern wie gehe ich um und was kann helfen, mich auch auszusöhnen mit verfeindeten Geschwistern. Ja, denke ich auch wieder ein ganz wertvoller Beitrag, weil es natürlich auch so mit der eigenen Geschichte zu tun hat, ne? Also auch mit der eigenen Kindheit. Ja klar, ich bin dankbar für meine Geschwister und gerade wenn ich Geschichten höre von zerstrittenen Geschwistern, dann bin ich umso dankbarer für die eigene Geschichte. Ja, schön. Ja, Herr Pater Anselm Grün, ich habe jetzt noch eine kleine, ich nenne es Quick Q&A-Session. Ich habe so ein paar Fragen vorbereitet, auf die Sie ganz intuitiv aus dem Bauch heraus ganz kurz antworten. Ja. Und meine erste Frage ist, können Sie in einem Satz sagen, was Ihre Mission ist? Was? Was Ihre Mission ist? Oder auch Botschaft für die Welt? Meine Mission sehe ich darin, Menschen zu ermutigen, aufzurichten,
und ihnen auch den Reichtum der christlichen Tradition als Hilfe zum Leben zu vermitteln. Mhm. Haben Sie ein Talent, von dem bisher niemand was weiß? Glaube ich nicht. Vielleicht ist das Talent die Freiheit von Perfektionismus, von Druck. Mhm. Schön. Also die Gelassenheit, würde ich sagen. Mhm. Wenn die Leute an Sie denken, was wäre das eine Wort, wofür Sie selbst als Marke selbst bekannt sein wollen oder schon sind? Dass er ein weites Herz hat. Mhm. Schön. Welcher Moment oder Rat hatte einen besonders nachhaltigen Einfluss auf Ihr heutiges Leben? Gab es da so diesen einen Rat? Ein Freund sagt mir, du darfst Gefühle haben, du musst dich nicht kontrollieren. Hm. Schön. Was ist das Wertvollste, was wir von Ihnen lernen können? Dass wir nicht alles selber machen müssen, sondern unter dem Segen Gottes stehen, der auch das nicht optimal, das, was wir nicht optimal gemacht haben, in Segen verwandelt. Mhm. Wenn Sie die Möglichkeit hätten, Jesus eine Frage zu stellen, was wäre diese eine Frage? Warum so viel Leid? Mhm. Was glauben Sie, würde er antworten? Er wird, glaube ich, auf die Frage, warum, keine Antwort geben, sondern auf sich zeigen, sagen, ich habe es verwandelt für mich. Ja. Mhm. Können Sie uns ein Buch empfehlen, das für Sie einen besonderen Mehrwert hatte? Ein eigenes oder ein fremdes? Also Ihre eigenen, die verlinken wir in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge. Aber mich hätte jetzt speziell mal ein anderes. Fremdes. Ja. Da war für mich Henry Nouwen, ich hörte auf die Stille, war für mich ein sehr wertvolles Buch. Worum ging es da? Das war so ein, der war 7 Monate im Trappistenkloster als Psychologe und hat einfach seine Beobachtungen geschrieben, die er mit sich selber macht und die Auseinandersetzung mit dem Leben im Kloster. Ja. Mhm. Wenn man auch und eben sehr, sehr ehrlich über sich selber schreibt. Ja. Schön. Das werden wir auch verlinken hier. Welche 3 Interviewgäste würden Sie uns für diesen Podcast empfehlen? Wen würden Sie gerne mal hier hören? Von wem können wir noch was lernen? Klaus Renn, das ist mein Supervisor. Pater Fidelis, unser früherer Abt. Mhm. Und gut, Bodo Jansen. Ja. Super. Das reicht. Fragen wir mal an. Gut. Meine letzte Frage noch an Sie, Herr Pater Anselm Grün. Was ist Ihr bester Tipp für ein glückliches und erfülltes Leben? Das Schlusswort. Für ein glückliches und erfülltes Leben. Die Dankbarkeit. Dankbarkeit, dankbar sein für das eigene Leben, für die Freunde, für die Begegnungen. Wer dankbar ist, der ist auch im Frieden mit sich. Schön. Das lassen wir genauso stehen und ich bedanke mich herzlich für Ihre Zeit und dieses Interview. Gut, bitte. Danke. Tschüss. Ja, gut, bitte. Ihnen auch Gottes Segen. Wiederhören. Ciao. Danke. Hier noch eine wichtige Info für alle die unter euch, die sich mit dem normalen E-Mail-Newsletter nicht zufrieden geben können, die noch ein paar Deep Dives vertragen können und zusätzlich eine wertvolle Content-Lieferung auf ihr Smartphone für clever halten. Den empfehle ich unbedingt unseren neuen und vor allem kostenlosen Messenger-Service. Ganz egal, ob ihr WhatsApp, Facebook Messenger, Insta oder Telegram verwendet, wir liefern euch alle neuen Podcast-Folgen, natürlich unseren monatlichen Ratgeber als E-Book sowie weitere spannende Informationen freihaus in eure Lieblings-App. Und das alles kostenlos und ohne Werbespam, das verspreche ich euch. Geht dafür einfach auf unsere Website www.markenrebell.de und klickt im Menü oben auf den Punkt Service. Probiert es einfach mal aus. Es ist kinderleicht und seid gespannt, was hier in den kommenden Wochen so alles abgeht.
Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, wären wir euch sehr verbunden, wenn ihr euch kurz Zeit nehmen könntet und uns eine Bewertung bei iTunes dalasst. Das dauert nur wenige Sekunden und ihr helft damit, dass auch andere diese Informationen erreichen und wir diesen Podcast für euch noch viel, viel besser machen können. That's it. Alle Informationen wie immer in den Shownotes. Nur das Beste für euch und bleibt rebellisch. Bis bald. Ciao.